Wie die Beerdigung von Prinz Philipp morgen unter verschärften Corona-Bedingungen stattfinden wird und wie das Verhältnis der Royals untereinander derzeit ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Adelsexperten Robert Seidel. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Der Duke of Edinburgh wird also morgen zu Grabe getragen. Was ist denn über den Verlauf der Zeremonie bis jetzt bekannt? Also die Zeremonie ist natürlich wie alle öffentlichen Zeremonien in Königshäusern minutiös geplant. Prinz Philipp wird um 14.45 Uhr britischer Zeit, also bei uns 15.45 Uhr, der Sarg wird auf einen eigens von Prinz Philipp mitdesignten Land Rover gestellt und fährt dann in Schrittgeschwindigkeit zur St. George's Chapel bei Schloss Windsor, wo er um ca. 14 Uhr bzw. 15.53 Uhr ankommen wird. Und um 15 Uhr britischer Zeit beginnt dann der Gottesdienst mit einer Trauerminute. Das Interesse an dieser Veranstaltung ist natürlich enorm. Wer wird denn dort alle als Gast erwartet? Also die Gästeliste ist ganz klar geregelt. Es dürfen 30 Personen in der Kapelle selbst daran teilnehmen. Davon sind 26 Personen sehr enge Familienmitglieder aus dem Hause Windsor. Es sind 3 sehr enge Verwandte Prinz Philipps aus Deutschland eingeladen. Und es ist eine sehr enge Freundin und eine entfernte Verwandte, nämlich die Countess Mountbatten of Burma, auch dabei. Also diese 30 Personen werden in der Kirche Platz nehmen, gemeinsam mit der Queen. Bei der Prozession am Weg zur Kapelle werden auch enge Mitarbeiter Prinz Philipps den Land Rover bzw. den Sarg begleiten. Normalerweise sieht der Dresscode bei besonders feierlichen Anlässen ja vor, dass die Royals Militäruniformen tragen. Diesmal aber nicht. Warum denn nicht? Naja, wir haben 2, nennen wir es mal, Problemfälle im britischen Königshaus. Zum einen ist das mal der Sohn der Queen, Prinz Andrew, der ja seit einiger Zeit in diese ganze, Epstein-Affäre in Amerika involviert ist, was noch völlig ungeklärt ist, seine Rolle da. Und zum anderen Prinz Harry, der ja im vergangenen Jahr seinen Abschied als offizielles Mitglied oder als Working Member of the Royal Family begangen hat. Und ihm wurden sämtliche militärische Ehren auch aberkannt. Das heißt, er hätte gar nicht in Uniform auftreten dürfen. Und um den beiden diese Blamage, wenn wir es so nennen wollen, zu ersparen, hat die Queen dafür gesorgt, dass alle Teilnehmer in Zivil erscheinen werden. Das Fernsehinterview von Prinz Harry und seiner Frau Meghan ist um die Welt gegangen und hat auch für Verstimmung gesorgt, im Königshaus nämlich. Was ist denn zu erwarten, wenn Harry jetzt nach Hause zurückkehrt? Nichts, was wir offiziell mitbekommen werden, aber ich fände es angebracht, ein klärendes Gespräch hier mit seinem Vater Prinz Charles und mit seinem Bruder Prinz William zu suchen. Ob das stattfinden wird, wissen wir nicht, aber normalerweise relativiert der Tod eines geliebten Menschen auch Streitigkeiten, die in der Vergangenheit passiert sind. Also hoffen wir auf eine Aussöhnung, aber ob sie tatsächlich stattfinden wird, werden wir sehen. Wird ihn denn Meghan begleiten? Nein. Also das war relativ schnell klar. Harry ist alleine nach London gereist. Offiziell hat Meghan ihre Absage damit begründet, sie ist ja hochschwanger, dass ihr Arzt hätte ihr verboten, nicht reisen, also reisen zu dürfen. Hinter den Kulissen wird natürlich gemunkelt, sie wäre dort nicht willkommen, beziehungsweise würde zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vom eigentlichen Anlass, also vom Begräbnis Prinz Philipps ablehnen. Jetzt ist die Queen auch nicht mehr die Jüngste. Wir wünschen ihr natürlich weiterhin Gesundheit und ein noch längeres Leben. Aber was wird denn eigentlich passieren, wenn sie eines Tages nicht mehr unter uns ist? Dann wird Prinz Charles König. Alles klar, dann schauen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke für die Einladung. OF3 stellt morgen ab 9 Uhr sein Programm ganz in das Zeichen des britischen Königshauses und um 13.15 Uhr können Sie in OF2 die Live-Übertragung der Abschiedszeremonie von Prinz Philipp sehen.